Willkommen zu einer neuen Folge Kümmer-Tutorials. Heute häkeln wir dieses Utensilio. Das Tolle an dem Utensilio ist, durch das Muster habt ihr wirklich ein richtig robustes und festes Körbchen. Wie das funktioniert, zeige ich euch heute. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr das Körbchen nachmacht, schickt es mir noch gerne auf Instagram unter Kümmer-Tutorials. Und jetzt viel Spaß und los geht's. Für dein Utensilio brauchst du natürlich Garn und ich verwende heute von Kartopu und zwar das Home Decor. Das hat 200 Gramm und hat eine Lauflänge von 120 Meter. Besteht aus 70% Baumwolle und 30% Polyamid und das Besondere an dem Garn ist, es hat so eine Art Netzstruktur und damit lassen sich wirklich richtig schöne, stabile Utensilios häkeln. Link zum Garn gibt es natürlich in der Infobox. Dann brauchst du noch eine Schere und einen Maschenmarkierer. Für die Anleitung verwende ich die Prüm Ergonomics in der Stärke 10,0. Jetzt sucht ihr euch noch eure Lieblingsfarbe aus und dann kann es auch schon losgehen. So, wir starten jetzt mit einem Fadenring. In diesen Fadenring häkeln wir 6 feste Maschen. Achte darauf, die nicht zu fest zu machen. 2. 3. 4. 5. Und 6. Fadenring festziehen. Wenn ihr die Arbeit zu fest zieht, wird das Garn dünner an manchen Stellen und dann habt ihr einige Lücken in eurer Arbeit und es sieht nicht ganz so schön aus. Deswegen achtet immer drauf, einen gleichmäßigen, lockeren Zug bei der Arbeit zu haben. Jetzt fangen wir an, die 6 Maschen zu verdoppeln. Das heißt, ihr stecht in die erste Masche ein so, und häkelt 2 feste Maschen in die erste Masche. 1, nochmal in dieselbe Masche, 2. Das macht ihr jetzt mit den restlichen 5 Maschen. Jetzt nehmt ihr euren Maschenmarkierer in die letzte Masche und jetzt verdoppeln wir jede zweite Masche. In die erste Masche eine feste Masche, die zweite Masche wird verdoppelt. Eine feste Masche, nochmal in dieselbe Masche einstechen, eine zweite feste Masche. Das macht ihr bis zu eurem Markierer. Jetzt verdoppeln wir jede dritte Masche, das heißt 2 feste Maschen in die nächsten 2 Maschen und die dritte Masche wird verdoppelt. Eine feste Masche, nochmal in dieselbe Masche einstechen, eine zweite feste Masche. Wieder bis zu eurem Markierer. In der nächsten Runde verdoppeln wir jede vierte Masche, das heißt ihr macht 3 feste Maschen. 1, 2, 3, vierte Masche wird verdoppelt. Jetzt verdoppeln wir noch ein letztes Mal und zwar jede fünfte Masche. Dazu häkeln wir als erstes 4 feste Maschen. 2, 3, 4 und die fünfte Masche wird verdoppelt. Wieder bis zu eurem Markierer. Jetzt die gewünschte Größe meines Utensilios. Wenn ihr jetzt noch vergrößern wollt, könnt ihr natürlich jetzt noch jede siebte Masche verdoppeln, jede achte, jede neunte und jede zehnte und so weiter und so fort. Je nachdem, wie groß eure Grundfläche werden soll. Mir reicht diese Größe aber, weil ich eventuell meine Häkelnadeln da reinstellen will. Und deswegen zeige ich euch jetzt, wie es weitergeht. Ihr nehmt jetzt euren Maschenmarkierer raus. Häkelt eine Kettmasche in die nächste Masche. Und jetzt häkeln wir in das hintere Maschenglied. Das machen wir aus dem Grund, damit wir eine schöne Abschlusskante bekommen. Hier, das ist das vordere Maschenglied und hier, das ist das hintere Maschenglied. Und in dieses häkeln wir. In die hintere Masche einstechen und eine feste Masche häkeln. Und so machen wir das in jede Masche. Immer nur in das hintere Maschenglied einstechen. Jetzt wird auch nicht mehr verdoppelt, weil wir gehen jetzt in die Höhe. Hier seht ihr jetzt das Anfangsstück und hier habt ihr eure Kante, die ihr jetzt da bekommt. Und dann könnt ihr das hier so umklappen und dann geht euer Utensilio schön nach oben jetzt. Wieder vorne bei der Kettmasche angekommen, stiche ich da jetzt auch nochmal ein.
und häkle eine feste Masche ins hintere Maschenglied. Und jetzt kommt in die darauffolgende Masche wieder durch beide Maschen stechen eine Kettenmasche. Und jetzt wächst euer Utensilio, sieht ihr schön Rand nach oben. Ich wechsle jetzt die Farbe und dann geht es gleich weiter. Ihr könnt das Körbchen natürlich auch einfarbig machen. Ich möchte es aber zweifarbig haben. So, jetzt holen wir die neue Farbe. Ich mache jetzt nochmal hier eine Masche zurück, also die Kettmasche öffne ich wieder, weil ich setze jetzt hier mit der neuen Farbe an, das sieht dann ein bisschen ordentlicher aus. Zieht einfach die Farbe durch die Masche und jetzt häkelt ihr nochmal in die nächste Masche, häkelt eure Kettmasche. Dann habt ihr nicht so einen unschönen Übergang, zieht das hinten schön fest. Und jetzt häkle ich die zwei losen Enden einfach mit ein und mache jetzt mit der neuen Farbe weiter. Aber jetzt zeige ich euch natürlich erstmal, wie das Korbmuster funktioniert. Also eigentlich total einfach. Ihr stecht in die erste Masche ein, holt den Faden durch die Masche durch, zieht das ein bisschen locker und jetzt stecht ihr direkt darunter nochmal ein, holt den Faden von hinten durch die Masche durch, habt drei Schlaufen auf der Nadel und jetzt mascht ihr alle drei zusammen ab. So. Nochmal, ich mache hier mal die Fäden weg, ihr stecht in die erste feste Masche ein, ich lege den Faden mal wieder drauf, hole den Faden durch die feste Masche zurück und jetzt stecht ihr direkt darunter in die Masche ein, holt den Faden nochmal durch, zieht es schön locker nach oben und macht eine und mascht alle zusammen ab, Entschuldigung. So, ab zur nächsten Masche, wieder einstechen, Faden holen, locker ziehen, darunter in die Masche einstechen, nach oben und alle drei Schlaufen abmaschen. In die feste Masche einstechen, Faden holen, in die darunter liegende Masche einstechen, Faden nochmal zurückholen, alle drei Schlaufen abmaschen. Das macht ihr jetzt wieder bis zu eurem Markierer so weiter. Weiter geht's mit der zweiten Reihe. Ich habe jetzt die Reihe wieder mit einer Kettenmasche beendet, die erste. Und jetzt häkeln wir die zweite Reihe. Jetzt häkeln wir wieder in jeder Masche eine feste Masche. Das macht ihr wieder bis zum Rundenanfang. Zweite Runde wieder mit einer Kettenmasche beenden. Und jetzt geht es in die dritte Runde. Jetzt häkeln wir wieder unser Muster. In die erste Masche einstechen, Faden holen und jetzt darunter in die Masche einstechen, Faden zurückholen, locker ziehen, durch alle drei Schlaufen durch. Nächste feste Masche, Faden holen, darunter einstechen, Faden zurückholen, alle drei abmaschen. So häkelst du jetzt weiter, wieder bis zum Reihenende. Am Ende nicht vergessen, wieder mit einer Kettmasche Runde abschließen. Ich bin jetzt wieder mit meiner Runde fertig und jetzt kommt mein Farbwechsel. Wenn ihr keinen macht, dann ist das natürlich jetzt für euch unwichtig. Ich meine, an sich ist es auch so nicht so interessant, weil die meisten können sich das sicherlich denken, wie es weitergeht. Jetzt machen wir wieder unsere Reihe mit den festen Maschen und danach kommt wieder die Reihe mit dem Muster. Ich werde jetzt den Korb weiter häkeln und dann sehen wir uns zum Abschluss nochmal wieder, je nachdem wie hoch ihr euer Körbchen haben möchtet. Ich habe jetzt jeweils einen Farbwechsel drin bzw. habe hellblau, dunkelblau, hellblau gemacht. Jetzt schneide ich das letzte Mal den Faden ab und wir machen jetzt noch eine Umrandung bzw. eine Abschlusskante, eine schöne. Und zwar, wie es sicherlich die meisten von euch kennen, Krebsmaschen wunderschön als Abschlusskante und die kann ich euch nur empfehlen. Das heißt, ihr stecht jetzt einfach in die rechte erste Masche. Holt den Faden durch die Masche durch und nochmal durch die zwei Schlaufen. Also eigentlich machen wir eine feste Masche nur nach rechts.
nach rechts einstechen, Faden durch die Masche holen und nochmal durch die zwei Schlaufen. In die nächste Masche, Faden holen, durch die zwei Schlaufen, in die nächste Masche und so weiter. Und ihr seht schon jetzt, was ihr für einen wunderschönen Rand hinbekommt. Ich mag diese Krebsmaschen einfach. Macht einfach immer eine wunderschöne Abschlusskante. So, ihr macht das jetzt die komplette Reihe. Dann schneiden wir den Faden ab, machen einen Knoten. Und das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist, euer Endfaden zu verstecken. Und dann schauen wir uns unser Körbchen nochmal an. Fertig ist euer Utensilio. Es ist richtig stabil durch das Muster. Ihr könnt das jetzt natürlich auch, wenn ihr wollt, einfach noch ein, zwei Reihen höher häkeln. Und dann klappt ihr den Rand einfach um. Und dann habt ihr ein flaches Körbchen. Oder ihr macht den Rand, wie gesagt, hoch. Und habt ein schönes, hohes Körbchen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mich gerne in die Kommentare wissen. Und jetzt bis zur nächsten Folge Kümmer-Tutorials.